Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 14 Ultimate Team. Diesmal spielen wir wieder mal eine Runde Online Season. Und ja, hier ist meine Statistik der aktuellen Saison. Ich habe natürlich ein bisschen weiter gespielt. 3 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Damit bin ich eigentlich auf dem besten Weg. Auf dem besten Weg? Doch, Aufstieg sollte drin sein. Momentan. Das heißt, ich bräuchte noch 2 Siege zum Aufstieg. Ich habe noch 5 Spiele übrig. Sollte machbar sein. Ich spiele mit meiner Premier League Mannschaft. Fitness sieht ganz gut aus. Zufrieden bin ich mit der Mannschaft immer noch. Falls ihr Spielervorschläge habt, könnt ihr sie wie immer in die Kommentare schreiben. Aber momentan bin ich noch relativ zufrieden. Außer ich könnte meinen Ersatz für Arnautovic finden. Weil der gefällt mir nicht so doll. Wie ich gemerkt habe. Schöne italienische Ligamannschaft. El Shaarawy hatte. Den hat ja mal einen Pack-Opening gezogen. Sonst relativ passable Mannschaft. Auch Bonner hat er eine Innenverteidigung, sehr guter Innenverteidiger. Dann kann ich nicht und der Rossi hat er auch. Gut, mal gucken, wie es läuft. Los geht's. Pepe. Gut. Nein, hat er noch? Ja, verdammt, hat er vorausgesehen, wo ich hinlaufe. Ja, das war nicht so schlau. Eriksen. Ah, schöne Grätsche. So, wer ist frei? Er hier. So, sehr schön. Jetzt eine Flanke, eine ordentliche. Ah. Naja. Sollte eigentlich eher auf den vorderen kommen. Ben Ticke war das, glaube ich. Komm weg. Kein Risiko eingehen. Was war das jetzt? Ach, abseits? Von da aus? Okay. Klasse. Ah, ich hab den Ball. Oh, pff. Kein Foul, okay. Nein. Sandro fängt ab. Koscielny. Ah, komm, einer muss jetzt... Ben Ticke. Nein, doch, hat er noch. Nein, auch Bonner ist da. Oh, fuck. Das könnte sehr gefährlich werden, aber... Joe Hartz geht's gut raus. Hart hat den Ball. So. Nein, ah, zu weit vorgelegt. Und es war abseits, okay, ja. Hab ich gar nicht so gesehen. Na doch, doch. Stimmt alles. So, er kommt ran. Da, viel Spaß. Ja, verdammt, habe ich den Ball verloren. Nicht gut. Der kam nicht an. 16 Minuten gespielt, noch keine Chance auf beiden Seiten. Jetzt vielleicht für meinen Gegner. Nee. Schiel nie, sehr gut. Er macht aber auch Druck hier. Was da Zeug hält. Eriksen. Nein! Ist ausgelaufen. Ah, komm. Nein, fuck. El Shaarawy fängt ab. Podolski fängt ab. Nein, zu ihm sollte er nicht. Kommt er trotzdem durch vielleicht? Ja, ah, verdammt, habe ich schon auf Schießen gedrückt. Ich hätte eigentlich nach vorne gedrückt. Dann sind die beiden Verteidiger gegenseitig umgerannt. Bonner und noch jemand anders. Das sah ganz lustig aus. Ah. Ah, fuck. So was darf natürlich nicht passieren. Solche schlechten Pässe eigentlich auch nicht. So. Eriksen.
Ticket. Komm. Jo. Perfekt. Sehr guter Schuss, sehr guter Schuss, sehr guter Schuss. Nice. 26. Minute. Das 1:0 läuft. Perfekt. Oh, ich hätte nie gedacht, dass der Pass irgendwie ankommt. Und dann ist natürlich ein bisschen Glück dabei, dass Benteke dann den Ball noch irgendwie bekommt. So, gucken, was passiert. Vielleicht wird mein Gegner jetzt noch offensiver. Nein, spiel schneller. Hat er noch. Nein, schade. Ach, verdammt. Der erste Pass hätte früher kommen müssen. Oh, was macht er hier für Pässe? Krass. Sehr krass. So, komm. Sehr schön. Ah, abgenommen, schade. Ibarbo behauptet den Ball nicht. Nein, verdammt. Konnte ich nicht mehr rechtzeitig abspielen. Ja. Das ist natürlich kein Problem. Sehr gut gespielt. So. Ah, verdammt. Das Benteke zu spät losgelaufen. Das wollte ich gar nicht. War das Abseits? War kein Abseits. Habe ich immer noch. Nein, verdammt. Jetzt kann er den Pass spielen, nämlich, aber der war zu weit. Ach du Scheiße. Sehr schön. So. Komm. Perfekt auf Podolski, jetzt Podolski. Nein, Marchetti hält. Schade, war nicht platziert genug. So, Eriksen. Schöne Flanke. Da kann ich nochmal einen hinterherbringen. Und. Au, knapp. Nochmal. Oh. Ging mehr aufs Tor. Da musste Marchetti ran. Aber der war zu nah am Tor. Ja, viel zu nah. Aber Gibbs hat den Ball noch nicht verlieren. Bloß nicht verlieren. Oh, fuck. An der Stelle darf man den Ball einfach nicht verlieren. Zum Glück macht er hier so einen schlechten Pass. Podolski mit seinem rechten Fuß. Ist ja bekannt nicht sein starker Fuß. Jetzt aber hier vorbeilaufen kann. Oh, pff, komm. Na, verdammt. Nein. Koscielny. Hey, nein, was macht er da? Ich versehentlich, glaube ich, die Spezialtaste gedrückt gehalten, wodurch er so einen komischen Pass gemacht hat. Hat er sich den Ball nochmal nach hinten gezogen, da war er natürlich im Aus. So eine Scheiße, ey. Wäre jetzt auch krass gewesen, wenn dadurch irgendwas entstanden wäre. Das wäre so bitter einfach nur gewesen. Jetzt kann er eine gute Flanke bringen hier. Al-Sharawi befördert den Ball ins Aus und das gibt Abstoß. Zack. Hey, Benteke, der gewinnt fast jedes Kopfballduell da vorne. Sau krass. Oh, zum Glück war das Abseits. Er wäre durch gewesen. Ah, gut, war recht eindeutig. So, Gibbs. Er geht ganz schön drauf, ey. Und Halbzeit. Gut, 1:0 Führung. Nicht wirklich sicher, aber immerhin. Da ist das Tor nochmal, glaube ich, ja. Hat aber reingewämst dann. Mal gucken, ob mein Gegner hier auch weiter drückt, damit ich auch weiterspielen könnte. Wäre auf jeden Fall ganz nett. So, er hat noch keinen einzigen Schuss aufs Tor gemacht, okay. Alle noch fit und weiter geht's. Von Eriksen bin ich übrigens auch noch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Im zentraloffensiven Mittelfeld. Oh, das war perfekter Pass auf Eriksen. Und Benteke kommt dann nicht den Kopf so schön an den. Komm, Podolski. Ah, oh, hat er fast noch gehabt.
Ah, verdammt. Ich glaube, jetzt ein bisschen offensiver eingestellt hier. Nein. Raus. Oh. Das war wirklich nur knapp, dass er den nicht reingemacht hat. Oh. Nein, Mann. Komm jetzt nach vorne. So, da vorne. Ah, er bleibt stehen. Warum bleibt Benteke stehen? Er hätte so schon durchlaufen können. Oh, was? Krass. Der Schuss war unplatziert. Noch ein unplatzierter Schuss. Podolski, Lauf. Nein, mach doch. Oh, mach doch irgendwas. Warum bleibt der denn einfach stehen? Hätte doch wenigstens ein paar Schritte nach hinten machen können. Ah, verdammt, Rutschers ist nicht so schnell. Was macht er denn an TOT? Jetzt kann es gefährlich werden. Hart hält. Ach du Scheiße. Abseits war das. Das war auf jeden Fall Abseits. Mehr als deutlich. Alter, und er gewinnt schon wieder das Kopfballduell. Aber er läuft nicht nach vorne. Das finde ich ein bisschen schade. Podolski. Schade. Oh fuck. Das hat eine gute Möglichkeit. Gibt es nicht schnell genug. Oh, hart hält schon wieder, ey. Krass. Schlechte Chancenverwertung. Von meinem Gegner hier. Und gute Paraden von Hart. Zum Glück. Oh fuck, ey. Nimm mir jedes Mal den Ball wieder ab. Im Aufbauspiel. So. Nein, er ist trotzdem. Er ist also auch Bonner, Alter. Der ist so schnell einfach. Oh fuck. Komm, Hart. Hat er. Sehr schön. So, Arnautovic. Ich hab den mal trotzdem noch. Komm, mach eine Flanke. Schade. Ah, Einwurf. Ja, Einwurf für mich. Sehr schön. Gott, wo geht der denn bitte hin? Mann. Fast abgefangen noch, ey. Alter, er mit seinen krassen Pässen hier immer. So. TOT. Oh, viel zu nah am Tor. Schade. Da wollte ich mal aus der Distanz abziehen. Hat er mir vorher abgenommen, den Ball. Oh, ich dachte, er zieht nach hinten. Ah. Kopfball aus viel zu spitzem Winkel. Geht nicht immer aufs Tor. So, Abstoß. Alter, er gewinnt immer das Kopfballduell. Hui. Ah, verdammt. So, sehr gut. Ja, geht direkt mal aufs andere Tor. Ach, hat er nicht, Mann.
Schöne Grätsche. Boah, geht der offensiv rein, ey. Och man, kriegt er den Ball tatsächlich, ey. Koscielny. Raus. Da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Das 1-0 will ich jetzt verwalten. Mal gucken. Hat hart. Komm nach vorne. mal gucken, jetzt ist es spannend. Ob hier noch irgendwas reißen kann. Oh, Eriksen hat den Ball. Er hat den Ball noch. Und drüben. Oh, verdammt, Benteke bekommt den Ball nicht richtig. Ach, und das war's. Das war's. Gewonnen. Gewonnen. 1-0 zwar nur, aber gewonnen ist gewonnen. Puh, war auch mal knapp. Gegen Ende. Ja, Joe Hart Spieler des Tages 9,2. 506 Münzen. Lauren Koscielny auch mit 8,5. Und hier sieht man es nochmal. Mein Gegner hat in der zweiten Halbzeit nochmal richtig doll zugelegt. Richtig krass. Hat sogar jetzt eine bessere Statistik als ich. Trotzdem, 1-0 gewonnen, 4. Sieg in dieser Liga. Jetzt fehlt noch ein Sieg zum Aufstieg. Und gegebenenfalls noch 2 Siege für die Meisterschaft in Liga 4. Hätte gar nicht gedacht, dass es alles hier so flüssig durchläuft. Gut, das war's auf jeden Fall mit diesem Spiel und dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.